Yo, Peace Leute und willkommen zum neuen Part von Call of Duty Black Ops 2. Kann ich zielen? Ah, wieder das hatten wir schon mal. Alles klar, wissen wir, dass wir das haben. In diesem Part werden wir vielleicht hoffentlich endlich Menendez mal kriegen, diesen kleinen Pisskopf. Sind jetzt hier im Jemen angekommen und Farid, also einer der Ich hab's euch ja im letzten Part auch schon gesagt und im vorletzten, man muss in jeder Mission am Anfang sterben. Es ist Pflicht. Auf jeden Fall wurde Farid, einer von uns, also der auf unserer Seite war, aber hier im Jemen eben, wurde getötet, weil sein Verrat festgestellt wurde, weil wir entscheiden mussten zwischen Harper töten und Menendez töten, beziehungsweise versuchen Menendez zu töten. Menendez zu töten hat dann natürlich nicht geklappt und dann wurde Farid getötet. Aber, nun ja, Opfer werden gebracht. Natürlich hätte man das jetzt auch sagen können über Harper. Dann hätte Farid eben Harper schießen können. Aber, Leute, Harper ist viel wichtiger. Der ist mir viel mehr ans Herz gewachsen, weil ich den schon so lange kenne, den Harper. Ist das schon kaputt geschützt? Ich hoffe doch mal, sieht stark so aus. Ja, das ist schon kaputt. Das ist schon kaputt, Leute. Wo geht hier die Action? Oh, Raketenwerfer verbastard. Will du umherschießen? Oh Mann, die mit ihren scheiß Raketenwerfern, sie kotzen mich so an. Warum? Es ist so unrealistisch, als ob irgendjemand im richtigen Krieg in einem Haus sitzt und mit einem Raketenwerfer auf einen Menschen feuert. Das ist sowas von unrealistisch. Es kotzt mich so an. Im Raketenwerfer, wo sollen die denn überhaupt Raketenwerfer herbekommen? So eine Scheiße, ey. Wo ist Raketenwerfer, Spaß? Ich will den 10-mal in die Fresse schießen. Okay, wir werden von der Minigun beschossen. Ich kriege mir nach dieser Mission die Minigun freigeschaltet. So, komm Jungs. Boah, da kam wieder das Monster aus ihm raus. Wir haben jetzt hier ein paar... Spring doch da drüber, Junge. Was ist denn los mit dir? Wir haben jetzt mal ein paar Dragonfires auf unserer Seite. Nicht immer nur gegnerische. So, noch 150 Meter bis zum Ziel. Oh, das ist ein Gegner. Ups, ich dachte, das wären meine. Kriegst du Granate in Fresse. Pisser. Ich habe ihn sogar ihm ans Bein geworfen. Ja, dadurch hat er natürlich auch Schaden bekommen. Weil es tut so richtig krass weh, wenn man so eine Blendgranate ans Bein bekommt, ne? Also, habt ihr bestimmt nicht ausprobiert, aber ich kann euch verraten, tut schon richtig krass weh. Let's reloaden hier, unsere Hammer. Ja, schreit doch nicht alles so, Leute. Ich ist doch ein ganz ruhiges Gebiet. Manche Leute wollen hier bestimmt auch schlafen, auch wenn hier Krieg ist. Manche Leute wollen hier bestimmt auch schlafen. Sie ist ja auch eine Multiplayer-Map, die Jemen heißt. Sehr, sehr einfallsreich in dieser Name, wenn es hier im Jemen spielt. Und dann die Map Jemen zu nennen, ist schon an Kreativität kaum zu überbieten. Der Bastard hat eine Granate geworfen, aber juckt uns gar nicht. So, ein bisschen läuft es eigentlich. Wir sind jetzt einmal gestorben am Anfang, aber jetzt läuft es doch. Ah, da kann man nicht runter. Man soll da auch nicht runter. Man soll hier lang. Wir hätten natürlich hier den schnelleren Weg gehen können, aber nein, das darf man nicht. Das erlaubt das Spiel uns nicht. So, packen wir hier die Empire 7 aus. Oh my goodness, who's shooting there? Oh. Hey, da ist gerade irgendwas explodiert auf der Brücke und die laufen einfach irgendwie weiter. Was sind denn das für kleine Schlawiner? Sind das feindliche Dragon Birds? Wer schießt auf mich? Da haben wir eine Sniper. Ich glaube, wir sollten die mal... Oh, Alter! Ihr mit euren Kackraketenwerfern oder was das auch immer ist, ne? Ich bring euch alle um. Das war jetzt eine Granate, ja. Da ist jetzt irgendwie ein Rocket Launcher. Fuck, nochmal ducken. Wo ist der? Weg da. Ich habe den Raketenwerfer weg. Der wurde von unseren Dragonfires geholt. Wir halten jetzt mal die Sniper bei uns. Zumindest kurzzeitig. Wow! Wow, Leute! Ein Dragonfire-Tanz! Ein Dragonfire-Tanz, man! It's amazing! Schön, war echt schön. Oh, das war unsere. Warum steht unsere auch so nah den Feinden drin? Sehr schön. Rückendeckung ist so klingt nicht schlecht. Oh, da sind noch mehr. Hua, hua. Aber wir haben keine Granaten mehr. Fuck. Oh, hallo. Ich muss mich kurz zu dir legen, nachladen. Hinter einer Schubkarre versteckt er sich. Ich glaub's ja nicht. Und da ist so eine Vitol-Einheit. Und da ist er drin.
Er schießt ihn doch einfach mal. Kennst du mich noch, du Bastard? Streben wir eine neue Welt an. Ich strebe eine Welt ohne dich an. Undercover. Dum. 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 War jetzt eigentlich trotzdem Mission, oder? Kam mir das nur so vor. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. CIA Undercover Agent Farid ist tot. Odysseus, USS Barack Obama 2025, verhören Sie Raúl Menéndez. Alles klar, er macht da eins, haben wir jetzt hier frei. Die mag ich, die finde ich cool. Vordergriff schon das Magazin und ja, dann hau den Zielsucher drauf, komm. Und hier die MS, oh, die ist auch richtig geil, ne? Richtig geiles Teil. Langer Lauf und schnelles Magazin. Nein, nein, oh, ich wollte nicht auf Level starten, ich wollte noch meine Extras wechseln, egal. Alle startklar auf mein Kommando. Wenn Russland oder die SDC lustige Ideen haben, versichere ich Ihnen, Minister Petraeus, Ihre Streitkräfte sind bereit. Der letzte Befehl für DEFCON 3 war von Minister Rumsfeld vor fast 25 Jahren. Ich weiß. Ich bin an dem Tag selbst geflogen. Sir. Minister. Präsidentin Bosworth lässt grüßen. Für die Seelen, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben, soll ein edles Werk vollendet werden. Schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Gerne, Sir. Odysseus, USS Barack Obama, Golf von Mexiko, 2025. Und da ist der Bastard Menéndez. Wie gut, dass du nicht redest. Wir haben viel Zeit. Wow, coole Foltermethode, Mann. Schlag doch mal richtig die Fresse ein. Dreh den kaputt, schneid ihm die Glasscherben auf oder so. Hat er alles verdient. Ja, da kommt der Psycho mit durch, Leute. Ich bin richtig krank. David Mason. Der Bastard. Ihm verrate ich alles. David. Dann gehen wir rein. Verhören Sie Raúl Menéndez. Identifiziere Mason, David. Netzhautscan bestätigt. Dann rein hier. Tun Sie, was Sie können. Mach ich. Ich bin auf der Brücke. Alright. So, mein Lieber. Na? Menéndez? Alles fresh? Alles am Laufen? Oh, siehst aber nicht so schön aus. Hast du dir eine kleine Verletzung zugezogen? Kein Kind mehr. Oh, armer Menéndez. Aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. Wohlstand ist Sünde und wir zahlen dafür. So ein selbstverliebter Scheiß. Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Man hat sie mir genommen. Deine Schwester, ich weiß. Du hast mir im Endeffekt meinen Vater genommen, du Pisskopf. Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung. $11,000. Mehr war sie für sie nicht. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Dein ich Tod. Etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Übels. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Josefina. Pues, tu papa está muerto. Dein Vater. Ich kann ist kein tot. Spanisch, verdammte Scheiße, red Englisch oder beziehungsweise Deutsch mit mir.
Was gibt's, Admiral Briggs? Wir haben ein Problem. Ein Passagierflugzeug dringt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Das ist kein Passagierflugzeug. Und spreche. Ungleiches Recht. Das ist ganz sicher kein Passagierflugzeug. Das sind irgendwelche, die den rausholen wollen. Wir werden angegriffen. Da sind hunderte von ihnen. Der Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Wir nennen es sichern. Wir treffen uns auf der Brücke. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden? Sehr gut. Das ist der richtige Befehl. Jetzt wird also hier die Obama attackiert. Also die Obama ist ein Schiff. Niemand darf diesen Raum verlassen. Oh. Wie hat er das geschafft? Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau 5 Sekunden. Wie konntest du? Wie hat er das jetzt geschafft? Leg sie an. Die Handschellen. Okay. Oh, dieser Bastard Menendez, wie er immer rauskommt. Und nein, wir erschießen ihn natürlich nicht. Nie, ja. Hätte ich so eine Regierung, ich würde einfach austreten aus damit. Ich würde einfach sagen, verpisst euch, ihr Pisser. Wo sind wir denn jetzt? C7 steht da. Menendez ist entkommen. Was? Die Söldner haben einen groß angelegten Gleiterangriff auf die Obama gestartet. Mit Tarntechnologie. Wir haben nicht alle von ihnen erwischt. Was gibt's da drin denn? Sie nehmen das Schiff auseinander. Wir brauchen die Geschütze aus der Waffenkammer. Einen Schlagring mal wieder, sehr schön. Okay. Er macht da 1, MP7, Vector, F7, M16. Ich gucke mich jetzt erst kurz ein bisschen um, was hier so gibt. Vector nochmal. Oh, die M27, die können. Wir haben ja 2 Waffen. Also nehmen wir die M27 mit. Sniper will ich nicht. Und dann, ja komm, nehmen wir noch die MP7 mit. Dann nehmen wir noch die MP7 mit und dann auf geht's. Da draußen werden uns wohl schon wieder die ersten Gegner erwarten. Komm schon! Hör das Geschütz! Boah. Die automatischen Sicherheitssysteme der Obama sind jetzt in feindlicher Hand. Ja, ich merk's. Auf den unteren Decks. So, das Geschütz ist am Arsch. Die gehören zu uns. Kommt her! Oh, da. Oh Mann! Wie sie immer aus ihren letzten Löchern kommen und mich dann zerschlagen mit ihren Waffen. Richtige Pissköpfe hier. Los! So, erstmal das Geschütz ausschalten. Das ist das Wichtigste. So. Section. Die automatischen Sicherheitssysteme. Oh, Moment, noch ein bisschen drauf. Jetzt soll es kaputt sein. Wo steckt Briggs? Im Serverraum. So, das Granate da hinten hin. So, weg mit euch. Nachladen. Fassen, dass hier keiner mehr rauskommt. Ah, da kann nämlich noch einer. Siehst du, ja, komm mir auch nach. Fresse halten. Bam, hat er Salazar den niedergeschlagen. So, die Gegner sind keine Probleme für mich. Ihr kennt mich, ich laufe hier einfach durch. Wow. Sollen wir hier durch, oder? Salazar, geh runter und sicher Briggs. Versiegle die Serverraumtüren. Ah, da ist es noch einer. Okay, jetzt tot. Das hier ist bald vorbei. Ja, jetzt sollen wir tatsächlich da durch. Wow. Oh, das war einer von uns. Ich glaube, der ist nicht durch uns gestorben. Und das ist auch eine Multiplayer-Map. Cargo. Vielleicht ist das noch ein Cargo? Ich glaube schon. Ich weiß es. Leute, die mit Namen. Mein Name ist ziemlich am Arsch. Finde ich eigentlich ziemlich scheiße, dass so ziemlich jede Kampagnen-Map im Multiplayer vorkommt. Also ist gar nichts mehr special irgendwie in der Kampagne so an Maps. Oder an Orten halt, wo irgendwas spielt. Ist alles im Multiplayer auch drin. Finde ich ziemlich scheiße. Die Geschütze. Ja, auch schon gemerkt. Oh, da sind noch ein Opponent. So kurze. Was ist das? Ach, so eine Schockladung. Ups. Vielleicht wird ein Blendgranaten oder sowas dabei. Wo? Oh, da können wir interagieren. Schneid es auf, los. Und weg damit. Dann dürfen die Geschütze ausfallen, oder? Ah, ne, jetzt haben wir das Geschütz. Kommt schon, wenn ihr die Geschütze übernehmen könnt, kann ich das schon lang. Verlassen. So, genau, jetzt schießen die mich auf die Geschütze und lassen uns in Ruhe, bis zunächst. Können wir von hinten schön auf die reinballern.
Komm, hier sind noch zwei. Bam! Und noch einer. Bam! Mit dem Taser. Wow, aufpassen. Weg mit dir, weg mit dir. So. Kommt her. Ah, da sind sie hier an den am Kommandozentralen. Hier sind sie am Werkeln. Komm, bewegt euch mal. Wieso haben wir die nicht getroffen damit? Keine Ahnung, sie sind tot, ist mir egal. So, Zugriff auf den Computer. Damit dürften wir eigentlich wieder Zugriff. Fuck. Das Kontrollterminal auf der Brücke ist gesperrt. Wir müssen uns vom Serverraum aus Zugriff verschaffen. Ich habe schon Revolutionen gesehen, die schneller beendet waren. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen ihn finden. Das merkt ihr jetzt aber früh, dass er uns immer einen Schritt voraus. Wir hätten einfach von Anfang an erschießen sollen. Woods hätte ihn damals erschießen sollen. Tötet die! Tötet die! Die haben sich verdient zu leben! Die kotzt mich richtig an! Der Menendez Volk ist ein Bastard. Ich kack voll ab in der Kampagne. Normalerweise bin ich so, oh nein, lass sie doch noch leben und so. Und jetzt so, nein, alle töten. Ja, Leute, dieses Spiel, es verändert mich. Es verändert mich zum Bösen. Muss ich mal mit der MP7 durchrennen. Fresse halt nie, auf der Treppe wird nicht geschossen. Hier ist absolutes Schussverbot, Mann. Was brennt denn da? Achso, das... Die Söldner haben mich auf dem Weg zum Sicherheitsort festgenagelt. Das ist wieder ein Geschütz, ne? Hacke das Terminal und übernimm die manuelle Kontrolle über die Geschütze. Ja, bitte. Verstanden. Ach, das soll ich machen. Okay, alles klar. Rennen wir kurz hier durch. Oh, da ist noch einer. Zwei. Drei. Aufpassen. So. Fuck die mit den Kackgeschützen. So, der lebt noch, ne? Ja, jetzt ist er tot. Haben wir jetzt... Ach, wir haben die Geschütze schon anscheinend. Ich glaube, ich müsste die Geschütze übernehmen. Wow, wow, wow. Weg. Nein. Kam noch irgend so ein Pisskopf. Hat von rechts noch auf uns geschossen. Hier sind wir. Hier sind wir. Dann nehmen wir das mit Hybridvision und Magazinerweiterung. Warum nicht? Das ist Selbstmord. Ist das alles nicht hier ist irgendwie alles... Halber Selbstmord. Kommunikation ist hin, ich höre nichts. Oh, das ist wieder ein Geschütz. So. Dann den hier noch weg. Das Geschütz schnell wegholen. Sehr schön. Komm, die erstmal wegholen. Wir interagieren. Wir schneiden das gleich auf. Erstmal die Opponents hier wegholen. So, jetzt schneid auf. Komm. Was haben wir da drin? Ah, wieder sowas. Dann können wir das Geschütz wieder übernehmen und... War nur noch einer. Okay, egal, immerhin ein mit dem Geschütz. Ah, ne, da wäre noch einer gewesen. Egal. Können wir da drüber springen? Ne, können wir natürlich nicht. Müssen natürlich außen rumlaufen, weil das Spiel uns das nicht erlaubt, da drüber zu springen. Escaleras! Oh, da oben. Kurz wegholen, Leute. Also zwei Gegnerleins, die sind noch nichts für mich. Willst du jetzt mal bitte sterben? Ja, komm, zeig dich. Bam, Alter. Habt ihr das gesehen? Krasser Headshot. Sicker Headshot. Jetzt müssten so LMG-Sounds kommen. So. Was sind so LMG-Sounds? So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, das kleine Kind ist da so. Oh, du bist einer von mir. Die Tür versiegeln. Was so. Ist mit den Sicherheitskameras? Sollten gleich wieder online sein. Ich Alles klar. Ich brauche ein Team, das diese Wand durchbricht. Verbindung zu Admiral Briggs verloren. Er könnte in Gefahr sein. Ach echt? Er könnte echt in Gefahr sein? Wow. Wieder online. Gut. Gesichtserkennung über das ganze Schiff. Wir müssen Menendez finden. Ja, das Suche. Ist Bilddatenbank der Sicherheit. Ziel Nummer 1, diesen Kack Menendez wiederzufinden. Ein Neustart des Systems. Das ist auf jeden Fall Private Briggs oder Brooks oder wir wie hieß. Wir können garantieren, dass es wieder hochfährt. Es hat kein System als eines, das unsere Flotte zerstört. Tun Sie es. Ihre Sicherheitsfreigabe, Sir. Briggs, da ist Menendez. Befindet sich direkt vor dem Serverraum. Wir dürfen die Systeme nicht herunterfahren. Wenn sie aus sind, kann Menendez einfach hineinspazieren. Briggs! Türverriegelung offen. Briggs startet die Systeme neu. Jetzt sind wir Menendez. Über die Verteidigungssysteme zurückerlangen. Und Salazar? In Position. An Briggs Seite. Moment. Ist Salazar ein Verräter? Übernehmen Sie Admiral Briggs. Admiral Hallo. Briggs.
Oder warum hatten die zwei es von Salazar? Jetzt hat Menendez eine sehr hochgestellte Geisel. Und er weiß, dass die Leute nichts machen werden, wenn er ihren Private Salazar an der Knarre hat. Und da ist Salazar. Töten Sie diesen Hurensohn! Und Salazar ist ein Verräter, ja. Nein! Nein, Salazar, du Bastard! Ich glaub es nicht. Was für eine Missgeburt. Warum ist sie? Warum? Schwanzlutscher! Ich werde mich Schwanzlutscher! Wenn es vorbei ist. Ich würde sie lieber tot sehen, als dass sie sich stellen. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Warum lassen sie es nicht einfach Salazar tun? Rex ist ein guter Mann, Menendez. Töte ihn nicht. Schieß ihm ins Bein. Töten oder verletzen Sie Admiral Briggs? Ich setze mich jetzt in die Rolle von Menendez rein und er würde ihn töten. Er würde ihn hundertprozentig töten. Du wolltest keine unnötigen Opfer. Ich entscheide, was unnötig ist. Menendez will keine unnötigen Opfer. Nein. Guter Joke. Ich habe mich jetzt einfach mal in Menendez Lage versetzt, sage ich jetzt mal. Und Menendez hätte ihn getötet. Das ist ganz klar. Klar, von meiner Seite aus jetzt her hätte ich ihn nur angeschossen, aber ich spiele es dann so, wie der Charakter, den ich spiele, es entscheiden würde. Zumindest meistens dabei. Farid war es mehr so eine Kurzschlussreaktion. Ich denke mal, auch Farid hätte es so gemacht. Jetzt wird so ein Virus geuploadet. Ja, die jetzt bis zur CIA und keine Ahnung, was geht. Da haben wir wahrscheinlich noch ins Pentagon und keine Ahnung. Menendez ist kurz vor dem Sieg. Erreichen Sie den Serverraum. Harper, schnell zum Serverraum! Briggs hat's erwischt! Ich mach so schnell ich kann. Aufstehen hier, nicht möglich, ich weiß. An alle Sicherheitsoffiziere, hier Commander David Mason. Das Zielteammitglied Salazar arbeitet für den Feind. Ja, was ist das? Hier sollten eigentlich keine Gegner kommen. Ich hoffe, dass wir recht schnell da jetzt hinkommen, um diesen Bastard von Menendez ein für alle Mal aufhalten zu können. Da liegt Brooks. Zieh nach den Verwundeten! System kommt. Das war sein Plan. Menendez hat einen Chip an Bord geschmuggelt. Das gesamte System ist gehackt. Ja. Er hat nun Kontrolle über das Satellitennetzwerk, das die gesamte Drohnenflotte steuert. Wir müssen das Pentagon informieren. Ja, also Brooks, er versucht uns sozusagen von innen zu töten. Okay. Indem er eben unsere Waffen übernimmt. Arbeiten. Wir müssen die Quelle des Satellitenkontrollsignals finden. Was zur Hölle ist passiert? Aber wie krass er es auch reingeschmuggelt hat, ne, in seinem Auge, also seinem Glasauge, ne? Richtig krass. Wie konnte er das tun? Was redest du da? Frage ich mich auch. Er war einer von uns. Das dachte ich auch. Gelangen Sie zum Hangar. Wir haben Salazar geschnappt. Er hat sich widerstandslos ergeben. Wo sind Sie? Hangar 2. Bin auf dem Weg. Okay, da gehen wir jetzt wohin. Er hat einen unserer Jets genommen. Wir haben ihn knapp verpasst, Sir. Scheiße. Ich will mit Salazar reden. Warum hat er das gemacht? Du hast uns alle verraten, Salazar! Heute ist ein schwerer Tag, Section. Aber morgen haben wir alle gewonnen. Du nicht. Oh! Alter! Ob du das jetzt durftest, weiß ich nicht, aber gerecht ist es allemal. Gerecht ist es allemal. Jetzt stürzt hier die USS Obama halb ab. Was das müssen wir hier machen? An alle auf diesem Kanal, hier Commander David Mason. Unser Verteidigungsnetzwerk wurde angegriffen. Alle Mann evakuieren. Das Schiff verlassen. Oder oben. Wiederhole, das Schiff verlassen. Bring uns aufs Oberdeck. Sollen wir jetzt ins Meer springen oder was? Oh, mit ihren Rocket Launchern, ne? So, erstmal hier alle weg. Knattern. Oh, das Schiff geht echt komplett unter hier, ne? Oh, da. Wir sind zu spät. Fuck. Menendez ist schon in der Luft. Ja, Menendez, was jetzt? Die Verteidigung hält die nicht auf. Er hat die Kontrolle über unsere Drohnenflotte. Oh, Alter, wird das jetzt mies. Alter, wow.
Bestätigt. Sicherheitsteams werden unsere letzten Flieger sichern. Okay, alles klar. Wir haben noch einen VTOL anscheinend. Oh, von wo? Oh, du Pisser. Oh, ihr Pisser. Komm schon, unter dir brennt was und das juckt dich gar nicht, oder was? Scheiße, keine Zeit zum Nachladen. Schnell lad die M27 nach. Ihr habt doch echt ein Kack-Aim. Ihr Kack-Gegner, genauso wie ich. Das passt doch perfekt. Ich sollte eigentlich auf die Gegnerseite wechseln. Vom Aim her passt es doch. Da Marco, guck, also jetzt wird sogar noch mein Name erwähnt hier. Ist ja unglaublich. So, komm, ab zu VTOL, ab zu VTOL. Oh, schnell, schnell, schnell. Rein da, rein da, rein da. Komm, Mason. Komm, Mason. Muss ich jetzt fliegen? Oh nein, ich muss fliegen. Willst du nicht fliegen, Harper? Oh, jetzt wird unser Co-Pilot erschossen. Piss dich. Ah ne, er lebt noch anscheinend, unser Co-Pilot oder unser. Ja, das will ich auch. Er will unsere Drohnen auf Städte in der ganzen Welt hetzen. Wie krass. Sinkender Stern. Admiral Briggs starb, bevor er die Verteidigung der USS Obama wieder aktivieren konnte. SOC hat keine Drohnen geschickt, um USS Obama zu schützen. Die wehrlose USS Obama wurde durch Menendez Angriff zerstört. Die Besatzung der USS Obama starb, als der Flugzeugträger zerstört wurde. Cordis Die, USA 2025. Schützen Sie die Präsidentin. Ich würde sagen, meine Freunde, das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist auf dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und ja, dann hoffe ich, seid ihr auch im nächsten Mal von Call of Duty Black Ops 2 wieder dabei. Peace up und haut rein.